Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen natürlich zu DocFest at Home. Neben mir ist Monika Haas, ich bin Christina Wolf. Wir sind beide aus dem DocFest-Team und freuen uns sehr, dass Sie zugucken bei DocFest at Home, dem 35. internationalen Dokumentarfilmfestival München. Und was machen wir heute Abend, Moni? Wir machen ein Live-Q&A zu unserem wunderschönen, tollen, überwältigenden, wahnsinnigen Eröffnungsfilm, The Euphoria of Beam. Wir hoffen, dass viele von Ihnen ihn schon gesehen haben. Wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, holen Sie es unbedingt nach. Es ist ein wahnsinnig bewegender Film. Es ist ein Film mit einer mittlerweile natürlich immer weniger werdenden Überlebenden des Holocaust, nämlich mit Eva Fahidi. Und es ist uns eine riesengroße Freude, dass wir jetzt ganz viele Damen begrüßen dürfen hier in unserem Livestream. Und Sie sind natürlich alle, Entschuldigung, herzlich eingeladen, Ihnen Fragen zu stellen. Das funktioniert bei uns im Chat. Muss man dazu was erklären, Moni? Eigentlich nicht. Es sollten alle hoffentlich den Chat sehen, während sie uns live streamen. Und da können alle gerne Fragen auf Deutsch, Englisch und hoffentlich nicht Ungarisch eintippen. Aber selbst da werden wir uns helfen. Ja. Wir haben nämlich Hilfe. Und wir werden diese Fragen sammeln. Und nach einer halben Stunde ungefähr werde ich mal einige davon vorlesen. Also Sie müssen nicht schüchtern sein. Wir machen den Anfang und stellen die ersten Fragen und dann kommen Sie einfach dazu und stellen Sie die Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, an folgende Personen, die ich jetzt begrüßen möchte. Zuallererst Reka Szabo, die sehen Sie links unten im Bild. Das ist die Regisseurin des Films. Welcome, Reka. It's so nice to see you again. We see you, but we cannot hear you still. Hi, Reka. Hi. Hi. Hi, everyone. Dann freuen wir uns sehr, die Kamerafrau des Films zu begrüßen, the DOP, Claudia Kovac. Hi. Hi, Claudia. Hi, hi. Then a big hello and a big bonjour to the editor of the film. It's Sylvie Gadmer. Nice. Hi, everyone. Bonjour, tout le monde. Und wir freuen uns sehr, jetzt kann ich kurz auf Deutsch sprechen, zwar die Übersetzerin. Moni hat es schon angekündigt, dass wir auch auf Ungarisch wechseln können, nämlich Golda Fischer ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Golda. Hallo, hallo. Hallo. And now the warmest welcome. Nein, natürlich auch an alle genauso warm, aber wir freuen uns wahnsinnig, dass wieder uns zugeschaltet ist, die Protagonistin von The Euphoria of Being, nämlich Eva Fahidi. Hallo, liebe Eva. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Als allererste Frage müssen wir natürlich wissen, wie es euch allen geht. Ihr seid uns aus verschiedensten Ländern zugestaltet. You're all over Europe. You're in Budapest, in Paris, in Berlin. How is everybody doing? Let's start. There's so many people. Eva, wie geht's dir? Ich denke etwas ähnlich. Nämlich sind wir sehr, sehr streng eingesperrt. Wir gehen nicht hinaus und wir lassen, das ist die Hauptsache, wir lassen niemanden hinein und empfangen keine Gäste. Und also wir leben nicht unser Leben, ich sage. Wir leben ein anderes Leben, wozu wir uns anpassen müssen. Anpassen müssen wir uns, aber freuen darüber gewiss nicht. Also wir leben ein ganz verkehrtes Leben, nicht ein Leben, wozu wir gewöhnt sind. Mm. Eigentlich ist es so, dass ich bin immer hineingewachsen in die Zeiten, die gekommen sind. Nicht immer habe ich sie gelenkt. Solange ich konnte, habe ich mein Leben gelenkt. Aber dann, es waren schon viele Punkte im Leben, die ich nicht mehr lenken konnte. Aber das Leben ist ja immer gekommen und mir war es immer wichtig, da drin zu bleiben. Also ich habe viele Möglichkeiten gehabt, um mein Leben zu verlieren und ich musste sehr viel daran arbeiten, dass ich da bleibe. Nicht? Und da habe ich doch so viele Erfahrungen gesammelt. Mhm. Aber diese Welt, die computerisierte Welt, das Ding, womit meine Enkelkinder auf die Welt gekommen sind und ohne dem sie sogar auf die Toilette nicht gehen können, da sind sie unglücklich. Also das Ding
ist nicht mein Leben, nicht? Aber ich bin sehr glücklich dabei, dass ich noch diese Zeit erlebt habe, weil das ist etwas wirklich ganz, ganz anderes. Und das ist, mir ist das auch ein fantastisches Erleben, dass ich jetzt mit euch da sitze und ich weiß noch nicht, mit wie vielen Menschen zusammen. Ja. Und eigentlich ist mir das eine riesengroße Neuigkeit. Und es freut mich sehr, dass ich da noch teilnehmen kann. Ja. Ich finde das äußerst interessant. What is the situation like in France for you, Sylvie? Oh, for me, in France, I don't know. It's really difficult to explain the feeling and the situation because it really depends of what are you focus on in your mind. Because if you speak, if you think about the situation in the real situation, it's really terrible. And, but your mind are always. I don't know, try always to escape and to think about something else. And I hope, I really hope that all the situation will make the world very, very different after that. And I would like to, and I want to be an optimist, to be optimistic about the situation. I think it's a big, big, big warning of what can happen to all of us. And I really like to work with all together to build something new. It's a little bit naive to say that, but I really think that for us and for our children that have to do that. And even if it's naive, I want to believe in it. Mm. We have to, of course, tell you, all of you, that the reactions so far have been wonderful to the euphoria of being, to the opening night yesterday. Everybody loved the film and everybody was very touched by it. That's all the emails we got. Everybody was very happy with the film. Rika, you as the director of the film, could you tell us a little bit about all these people we see now? For example, how did Claudia get into the team, and why did you have a French editor with Sylvie and of course also Golda? How did you combine all these people for that film, Rika? I have to start that originally I'm a theater director, not a film director. Mm-hmm. I have an independent company here in Budapest called The Symptoms, that's our name. And we do very special performances using dance, physicality, verbality, very different stuffs. And I have known Eva for a very long time because of family reasons. There was a moment, a very special moment when this idea came into my mind that I would like to do a theater piece, a dance theater piece with her, about her. And I knew that this should be a duet and not a monodrama. Mm-hmm. And so first we were going to create a piece, a performance. So that was the first idea. And then just before we started the rehearsals, 1 month before, it just came into my mind that whatever will happen, it will be for sure extraordinary. I have no idea how this whole process will end it, but we have to film the process. And we are a small independent company, don't have too much money. But then I thought, anyway, we have to do this. And I knew that I would like to work with a woman DOP for sure, because I knew that I want to go very close to the skin, to the soul, to a female soul, and I didn't want a man eye. Yeah. I wanted to have a very intimate surroundings. And actually I had no connections in the film area, so
I just ask people, tell me names, and I got 3 female names. When I met Claudia, I knew that I have my person. Mm-hmm. So I don't know. It's in this whole process, there was a lot of unconscious decision, I think, made just by a kind of instinct. Mm-hmm. And then Golda, actually, she's also in a way in the family, and she's a very special woman living in Berlin, but speaking 6 languages, also Hungarian and German and English. And when the performance were invited to Germany, for example, mm-hmm. we had to find out how to perform the piece, which is a very intimate piece, talking quite directly to the audience. And we had Golda on stage for us to translate. So then when the film should have been translated, mm-hmm. then Golda took this job. And Sylvie, actually, the post-production took a long time. First of all, because this was my first feature-length film. Yeah. And of course, I was very unexperienced, but also it was a very hard situation because I was involved in the whole process so much that it was very difficult to step back and to see from the outside. So actually, I worked first with the editor for 5 months. He mm-hmm. is not here, Peter Sosh, but he did a very important work, but we stuck together. We couldn't. Mm-hmm. So then actually Campfilm, who became our production partner from the film area after a while, they recommended me Sylvie. They worked together in another film. So then we had a very tough time with Sylvie, working like hell for 3 other months. From the morning till the night. And I think we did our best, what we could in this time frame. Yeah, so like this. Job, so. Don't. Sorry? You did an amazing job, so everything seemed to, you know, work out very fine. Claudia, can you tell us about the shoot? Because Rika already explained a bit what was important to her. How did you work together? Yeah, it's hard to begin. Where to begin? I think it's the most important that we had the feeling that we improvise somehow, that we don't decide it at the beginning about the point of view or the technique exactly. I mean, not the camera or this stuff, but like we started to shoot the scenes, the whole process, and during this process, we just realized how it's gonna happen, and then we made decisions together, like what's going to be the best point of view of the film, or just like how will we concentrate on the future process, and whenever it's something will change, then we will discuss about it again. But we just let ourselves to start with the flow at the beginning. And I think because we are women, maybe, or we just people who are really open-minded for it, we were a crew, like we were open for each other. Like we let each other to look behind the scene, like, you know, like
when you realize that somebody is recording some moments when what you don't really want, but you don't say because you let this person to catch that moment. And so the trust was really important. Mm-hmm. And I think the crew had this magical moment after a while that we trusted in each other and we became one body for this process, or and we started to grow together with the film, and the film became this body. And that was my experience during the shooting. And Golda, wie ging es dir, als du das erste Mal die Performance gesehen hast? How did you feel when you saw the performance for the first time, Golda? Should I answer in English? I'm confused, I don't know. in one of the six languages you speak. Yeah, pick so one of your languages. Yeah. Du kannst auf Deutsch, wie du möchtest. I'll speak in English, then the others understand. I was blown away by it because I joined this whole project after what you see happening in the film. So I remember that summer, Eva was quite secretive, and she was really, really busy, and she didn't really tell me what was going on. So I have to say, I know Eva very well. We're also family. She's kind of like my great aunt, and I have children, and we're always at her house when we're in Hungary. And she was just really busy that summer, and she wouldn't really say what was going on. And then my parents said, oh, she's doing a performance. And I said, what? And then she eventually admitted that she was doing this project with Rico. And when I saw it, I was just really, really amazed. I hadn't expected a 2-hour, full theater piece. And as soon as it became clear that it was going to tour and go to Germany, I said, I have to be involved, because my actual work is theater translations and surtitles, so Übertitel. And I knew I wanted to do this because it was so spontaneous and so intimate, and that's how I got involved. Mm-hmm. Eva, ich glaube, ihr habt angefangen mit diesem Stück, da warst du 90 Jahre alt. Ja, nämlich, das war, apropos, ich bin 90 Jahre alt geworden und ich wollte sehr, sehr, sehr mit viel Aufmerksamkeit meinen 90. Geburtstag feiern. Nicht? Und da ist die Rekord gekommen, sie hat das irgendwie gefühlt, dass sie gerade zu diesem Moment kommen musste. Und da hat sie mich angerufen. Vielleicht sollte das sie erzählen. No, I wrote you an email. I didn't call you. I wrote you an email. And you answered me in one day. What did you write, Rika? Actually, it's in the film. It's just the same what it's in the film, that I have this idea and what does she think? I didn't dare to call her because I wanted to give time to her to think through, you know? Mm-hmm. But she answered in a day that, of course, you can tell that you have this extra, how to say, extra... It was a healthy dose of exhibitionism. Yeah. Eva, alleine gestern haben schon mehrere tausend Menschen jetzt The Euphoria of Being angeguckt, haben dich gesehen, haben euren Film gesehen. Ja. Worum geht es dir? Also warum hast du gesagt, ja, ich mache diese Tanzperformance und ja, ich möchte auch, dass es diesen Dokumentarfilm darüber gibt? Immer aus demselben Grund, weil ich zuerst bin ich tiefst überzeugt darüber, dass niemand über meinen Holocaust und über den ungarischen Holocaust wirklich so authentisch sprechen kann und schreiben kann wie ich. Das war der Ausgangspunkt. Darüber bin ich auch wirklich noch jetzt überzeugt. Dann ist dazu gekommen, dass ich
aus meinen 4 Enkelkindern einen habe, der prinzipiell nicht lesen will. Es gibt mehrere Kinder heute, nicht? Sie sagen, ich brauche das nicht, ich will nicht lesen. Aber mir ging es immer darum, dass mindestens meine Enkelkinder sollen das, meinen Holocaust so wissen, wie das abgelaufen ist. Und in Ungarn ist das jetzt sehr kritisch, auch zu dieser Zeit, war auch immer, weil die Tagespolitik immer wichtiger ist als die Wahrheit. Und ich finde das sehr irritierend, nicht nur in meinem Namen, im Namen auch aller Überlebenden, das kann ich sagen, dass in Ungarn ist das, geht es ja darum, uns Überlebenden, es soll nicht verfälscht werden. Ja. Und also ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein Enkelkind in der Schule anders die Geschichte erlernt, als ich sie überlebt habe. Und er wollte nicht lesen. Nein, lesen nicht. Also ich musste ein Mittel finden, womit ich ihm das doch zur Kenntnis gebe. Und Reka kann das erzählen. Dass, also er war der Premiere dort, nicht? Und ist zu Reka gegangen und war ganz aus sich. Dann hat er es auf einmal begriffen, worum es geht. Mir geht es immer darum, und alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen, benutze ich dazu, über den ungarischen Holocaust und meinen Holocaust immer die Wahrheit auszusagen. Mhm. Und dazu ist die Jugend. Die Jugendlichen sind wirklich, das auch in Deutschland und auch in Ungarn, sehr offen. Junge Menschen sind doch neugierig. Ich bin auch sehr jung, ich bin immer sehr neugierig. Weil man will immer, aber wenn man neugierig ist, ist man auf die Wahrheit neugierig. Man mag das nicht, dass man bei der Nase geführt wird. Nicht? Ja. Das ist etwas sehr Schreckliches. Und dazu habe ich zwischen den Jugendlichen immer sehr viele Partner. Mhm. Auch jetzt und war auch bisher so. Wie waren denn die, Reka, since Eva just talked about the premiere, and I think then her grandchild, she just mentioned that, how was the reaction? I don't know, is it your son then? No, it's... Anyway, you're all related, so I'm getting confused. So. No, but what was the reaction of the grandchild of Eva that she just talked about? It's Eva's grandchild. Yes. So yes. And I mean, I remember very well that I still had doubts when I went to the premiere night. Because now it's so easy to say everything, you know, but then back I was not sure that it is allowed to do a thing like that, that to do a theater piece about a life like Eva had, and she's playing the role of herself, so is it okay? And is it possible to do it in a way that she really herself and not playing a role, you know, like herself? So it's, I had a lot of doubts. But then we have played 95 times so far, this performance. And never ever any other piece of mine were played so many times, and but whenever these sentences are there, you know, from Eva's mouth, I feel that yes, that should be done, and it's amazing that people hear it, you know, and they are there and they are witnessing this. Mm-hmm. So. Yeah, very strong reactions. And actually, I really have to tell that in Germany, whenever we played the performance in Germany, it was even very extra, super strong and very touching reactions for the piece.
So it's very warm-hearted, or how to say, very good. Ja. Eva, du hast lange Zeit aber über deine Erfahrungen gar nicht gesprochen. Welche Erfahrungen meinst du? Ich meinte jetzt also ich weiß nicht, worüber du sonst gesprochen hast, aber ich weiß, dass du viele Jahre über den Holocaust nicht gesprochen hast. Ja, ja, ja. Und dann irgendwann hast du dich entschieden, dass du erzählen möchtest. Warum? Das ist die Natur der Trauma. Also das habe ich bei vielen Menschen gemerkt. Und ich muss da den Namen von Primo Levi aussagen, weil eigentlich, er hat sofort publiziert, nicht? Er war Doktor in Auschwitz-Birkenau bei der Befreiung und eine kurze Zeit danach hat er schon sein Buch darüber geschrieben. Und ich habe auch lange Zeit so gedacht, dass ich beneide ihn, weil er konnte sofort darüber sprechen und vielleicht habe ich das Gefühl gehabt, die große Last, etwas von dieser großen Last, was man bei so einer Trauma hat, hat er geschrieben, er hat etwas getan, nicht? Und hat er vielleicht etwas hingelegt und nicht mehr getragen. Mhm. Und doch ist er hat doch Selbstmord begangen. Also so glücklich war er doch nicht. Und die Trauma nimmt sich einfach so, dass der eine richtige Trauma überlebt hat, kann darüber lange Zeit lang nicht sprechen, weil das hat so viele Nebenseiten, nicht? Dass man hat das Gefühl, dass war ich diese blöde Person, die das gelassen hat, dass man ihr das antut, nicht? Und man kann einfach nicht daran denken, weil vor allem auch in dem ganzen Prozess vom Holocaust betrifft das nicht nur physische Qualen. Ja. Man hat Hunger, man erfriert, das ist so kalt, und man macht eine überschwere Arbeit, wirklich, die man nicht machen kann, aber man muss sie, man muss am Leben und so weiter und so weiter. Aber vor allem ist das die entsetzliche Herabsetzung. Und der Holocaust war auch direkt psychisch so ausgearbeitet, muss ich sagen, dass man bei jedem Schritt extra noch eine sehr, sehr große Herabsetzung überleben musste. Und das war wirklich sehr, sehr schwer. Und da muss eine lange, lange Zeit vorbeigehen, solange man darüber nicht sprechen kann. Das ist einfach die Natur, nicht? Ja. Und ich brauchte dazu 59 Jahre, fast 60 Jahre, dass ich kein Wort darüber sprechen konnte. Und danach, auf einmal, wenn ich wieder sprechen konnte, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass wie war das möglich, dass 59 Jahre vergehen konnten, so, dass ich nicht, wie ich es jetzt tue, tausendmal in einem Tag darüber rede und ganz besessen und ganz verrückt. Weil jetzt ist das eigentlich meine Therapie. Man fragt mich das so oft, ob das mir nicht schwer fällt, so oft über meinen Holocaust zu sprechen. Und ich sage immer, dass nein, ich bin eigentlich dankbar dafür, dass ich sozusagen offiziell darüber reden darf und kann und muss sogar, weil das ist meine Therapie. Umso öfter ich darüber spreche, desto weniger spüre ich die Last. Also ich mag das gerne. Und das hilft mir. Das ist ja, und wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir dich fragen können und dass wir mit dir sprechen können. Und ich frage mich, ob wir vielleicht schon ein paar Fragen haben, die Leute gerne stellen würden. Also wir haben... Do we have any questions that people want to ask all of you? Or specifically?
We do not have that many questions, but we do have two big, big compliments. Wir haben zwei ganz große Komplimente für euren Film. First one is from Carter Clinton Blaine Gray. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man den Namen sagen soll. Ja, machen wir. Now it's too late. Now it's too late, yes, okay. Und sein Kommentar ist, and his comment is, I'm also euphoric about seeing you all live. Ich freue mich sehr, dass ihr alle am Leben seid und euch am Leben zu sehen. Das ist sehr schön. Und der zweite lobende Chat-Eintrag ist von Maria. The second one is from Maria. Vielen, vielen Dank für diesen berührenden Film. Thanks a lot for your touching movie. Und dann gibt es tatsächlich eine Frage. The first question is from Adele, von Adele an Golda. Oh. Ihr seid ja Familie, hat euch dieses Projekt näher gebracht, beziehungsweise hat es euer Verhältnis verändert, beziehungsweise die einen anderen neuen Blick auf die Familiengeschichte gegeben? You are family, it's a question to Golda. Your family, has this project brought you closer or has it changed your relationship or did it give you a new view on your family history? Ich würde sagen, das trifft alles zu. Ich habe das Gefühl, dass ich durch diese Arbeit Eva sehr viel näher gekommen bin und mich auch mehr trauen konnte, bestimmte Sachen anzusprechen und zu fragen, die ich mir vorher vielleicht nicht so getraut habe, obwohl sie vorher auch schon gesprochen hat und auch ein Buch herausgebracht hat, aber irgendwie war diese Arbeit so intim und wir haben so viel mit diesen Texten gearbeitet, dass ich das dann geöffnet hatte, dass wir, oder ich das Gefühl hatte, ich bin ihr näher und kann mich diesem Thema mehr öffnen und habe auch seitdem weiter geforscht, was anderen Familienmitgliedern, die im Holocaust gestorben sind, was genau mit denen passiert ist, und früher hätte ich das vielleicht nicht so gemacht. Also das war ein sehr, sehr wichtiger Prozess für mich und der auch noch weitergeht. Mm-hmm. There's another one, it's a big question, maybe to Eva. Hallo, mich würde sehr interessieren, wie der Holocaust in Ungarn thematisiert wird in der Nachkriegszeit und heute. Hello, I would be very interested to know how the Holocaust is addressed in Hungary in the post-war period and how today. Eva, magst du darauf antworten? I didn't get really, could you repeat the English question? Could I repeat the English version? Hello, I would be very interested to know how the Holocaust is addressed in Hungary in the post-war period and how today. Willst du noch einmal wiederholen? Ich sag's nochmal auf Deutsch. Mich würde interessieren, wie der Holocaust in Ungarn thematisiert wird in der Nachkriegszeit und heute. Ja. Ja, also der ungarische Holocaust, wie überhaupt der Holocaust, ist nicht aus dem Himmel gefallen. Den hat man sehr gründlich vorbereitet. In Ungarn wirklich sehr, sehr absichtlich. Ich bin in 1925 geboren, aber in Ungarn hat man schon in 1920, da war ich noch nicht am Leben, schon ein Gesetz gegen die Juden gehabt hat. Und dann hat man noch weitere drei Gesetze gebracht. Und die Wehrmacht hat letzten Endes Ungarn in 1944 überfallen. Aber in Ungarn hat man schon in 1941 alle diese Regelungen und alle diese Gesetze gehabt, dass gerade wie im Dritten Reich. Und die Deutschen sind erst noch nach weiteren 3 Jahren gekommen. Also wir waren schon in 1941 gerade so eingerichtet, kann ich sagen, wie das Deutsche Reich. Mhm. Und man hat schön stufenweise diese antijüdische Gesetze gebracht.
Also das war auch so absichtlich gemacht, dass man hat immer etwas Schreckliches in diesem wunderbaren Parlament, was wir haben in Ungarn, nicht immer gebracht, aber ein bisschen konnte man immer noch leben. Eigentlich ein bisschen Luft war noch immer da. Und das erklärt mein großes Problem. Also mein Vater ist ja schon längst tot und 70 Jahre lang habe ich mit ihm gekämpft nach seinem Tod. Ich wollte begreifen, wie war das möglich, dass er nicht weggelaufen ist, dass er uns nicht mitgenommen hat. Und ich bin dann darauf gekommen, dass es war so schön organisiert. Also ich finde jetzt seine Gedanken und ich nehme jetzt an als Erklärung, warum er da geblieben ist. Weil immer hat man ein schreckliches Gesetz gebracht, aber ein bisschen Luft war noch immer dran. Leben konnte man noch immer. Und dann ist wieder etwas gekommen und wieder etwas gekommen. Aber ein bisschen konnte man ja immer leben. Das ist die Erklärung. Es waren noch viele Juden da in Ungarn, nicht? Und ich weiß nicht, 600.000 Menschen können ja aus einem Land nicht ausziehen. Aber es waren so sehr wenige, die doch weggelaufen sind oder weggegangen sind, wie das möglich war. Ja. Weil sie die Erklärung gefunden haben, dass es ist, so hart ist es noch nicht. Ein bisschen kann man noch immer leben. Und noch etwas, das, also was einem da hinten im Nacken bleibt. Also in Ungarn gewiss, bei den ungarischen Juden, dass es waren Pogrome, also das war überall, wo Juden waren. Aber man konnte überleben. Also vor einigen Jahrzehnten hat man in Buda alte jüdische Häuser ausgegraben. Und man hat festgestellt, dass drei Wohnungen nebeneinander waren im Keller miteinander verbunden. Dass wenn man bei dem einen ein Pogrom angefangen hat, konnte man unten im Keller bei dem dritten noch hinauskommen und auf die Erde kommen und am Leben bleiben und weglaufen. Also diese Erfahrung auch, die bleibt, dass mindestens ein Mensch, der darüber erzählen wird, der bleibt am Leben. Also sogar den Pogrom kann man überleben. Und das ist auch eine Tradition, die einem irgendwo im Nacken drin bleibt. Das ist auch eine Erklärung. Und die Frage war ja auch ein bisschen auf Nachkrieg abgezählt. Also, wie spricht man in Ungarn über den Holocaust? Ja. Nach dem Krieg. Wie ich angefangen habe, der Holocaust in Ungarn, ich kann auch sagen, gewiss auch überall anders so, war gründlich vorbereitet. Mhm. Also die ungarische Regierung, alles was zu Ungarn gehörte, war sehr pro-Nazi. Sehr pro-Nazi. Der Reichsverweser, der Horthy, über den so viel gesprochen wird. Er selbst hat es mit der eigenen Hand geschrieben. Ich habe seine Briefe da. Und da kann man lesen, dass weit und breit ist es doch bekannt, dass ich stark antisemitisch bin. Das war er auch. Das war er auch. Und danach hat er doch alles erledigt. Und es ist sehr schwer, in einem Land zu leben, wo man über diese Zeiten als eine Musterperiode für Ungarn spricht. Also heute in Ungarn sind gerade die Horthy-Zeiten
an example, also ein Muster. So sollte er sein. Er ist der große Staatsmann, den man ähnlich zu sein will oder soll. Das ist ein sehr schlechtes Gefühl. Und im Interesse dessen, um diese Zeiten schön und gut zu machen, wird der Holocaust verfälscht. Dagegen arbeite ich doch, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten. Und das ist das Wichtige, worüber ich immer rede. Das ist Wahrheit. Wir überleben vorerst. Wir wollen immer die Wahrheit hören. Ja, es sind ganz viele Fragen noch da und eine davon ist an Claudia und Sylvie. We have a lot of questions and the next one is to Claudia and Sylvie. Maybe Claudia will start with the answer. The question is, to what extent have you both become part of this relationship of the three women? Has it changed the experience? And the three women then are Reka, Eva and Golda. Maybe Sylvie? Will you start? Yes. I will try. Yeah. I think to be part of such an experience, it's really amazing. It's really also very difficult because you are aware that it's a very unique experience, and so you have to hold this and to make something unique also. So it's very, I don't know, sorry for my English. It's, you know, it's like when someone give you and you have to transmit it to find the good storytelling to transmit the story of Eva, and of course it changed a little bit my life in a way that it's make my my look different, because Eva, it's really it's amazing, because I didn't understand anything what you say, even in English, in German and in Hungarian, but I recognize the music of the voice of Eva, and it's really wonderful, because I can imagine what she says, even if I don't understand anything. And it's something like this you have to find for this movie. It's a body language. It's a language for everyone, you know. It's not only the words, but it's also we're losing you. the way to say how, you know, this movie. So it's you have to imagine a lot of different way. And I think that what changed for me, it's with Reka, we have to find organic storytelling, not a didactic one, or not a classic one. And so to be fair to the story of Eva. And because of course I had the chance not to live what Eva lived in her childhood and when she young adult. So, but I have to imagine it, I have to feel it, and I have to feel what we can do now with the story in nowadays. So of course it changed my way of seeing many things, and it really touched me a lot. And always now I have the music of some phrase sentences of Eva, as I say, even if I don't understand exactly, I have the music of her voice with me. So the same question to Claudia. Should I repeat the question, or did you keep it in mind? Yeah, I did keep it. I was starting to think about, because I think there exists a lot of answer on this question. Mm-hmm. I was thinking that I will start with the fact that I think I'm a really lucky person, because all the time in my life,
when I get into one project, it was really close to my personal life as well. And in the time when we started with the film, I was living in Israel, and partly in Israel, partly in Hungary. And I was looking for my family roots and whatever. It's not the story now, but this somehow connected to this this whole trip of the film, what we were doing together. And I was lucky to get the chance to look into this experience and the female being through Eva as a person who is, for me, is a kind of emblematic person in my life. She became a really important person. So like, I also feel a little bit like a family member. So there are no borders between us in this meaning. And so I was really deeply touched by this whole process. And this is also maybe interesting that before this film, I was working in Son of Shaul in the feature movie, which won an Oscar. And I was the camera operating for the rehearsals. And that was my first experience when I started to go to Israel. And then we started with this documentary. So just like step by step, how it went into my life, this topic and this, anyway. So mm-hmm. I know it's not exactly the answer on the question, but somehow I had the feeling that I connected. So it's global. It's just one more thing that answering on this question, I think it's a global answer. There is no just this film, but this is a topic which is really touched. So all the people around the world are touched by this topic and have somehow to some kind of experience or you know. So, nächste Frage geht wieder an Eva. Die Frage ist, oder es ist erstmal ein Kompliment an euch alle. It's a compliment, the first part of the question, to all of you. Vielen Dank für den berührenden Film und dass ihr diesen Prozess gemeinsam durchlebt habt. Thank you very much for the touching film and for going through this process together. Und dann kommt die Frage, Eva, in denen Sie den Prozess des Films und der Performance gab es Momente, Eva, in denen Sie den Prozess des Films und der Performance abbrechen wollten oder in denen es Ihnen zu viel wurde? So, translated in English for the others. Eva, when have there been a moment in making the film when you wanted to break off the process of the film and the performance, or it was getting too much for you? Eva, hast du meine Frage verstanden? Habe ich laut genug gesprochen? Nicht alles. Soll ich sie nochmal wiederholen? Ich wiederhole sie nochmal. Ja. Gab es Momente, in denen Sie den Prozess des Films und des Tanzens, der Performance abbrechen wollten, in denen es zu viel geworden ist? Gab es solche Momente? Nein. Ich war immer sehr zu Hause. Also, es ist doch zusammengeflossen, dass wir auf der Bühne gespielt haben und schon den Film gemacht haben. Und so ist eines aus dem anderen geflossen, sozusagen. Aber, und ich war immer sehr darin. Also nie habe ich daran gedacht, dass ich aufgeben sollte oder dass das nicht mein Film ist. Ich habe nie Zweifel an diesem Film gehabt. Vom ersten Moment an habe ich das Gefühl gehabt, dass unbedingt muss das zu Ende gemacht werden. Und ich habe nie kein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Ich weiß nicht, wie das war, aber irgendwie haben wir sehr gut alle drei die anderen zwei verstanden. Mhm. Wir waren immer in unserem Leben drin. Und immer habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wollte sie nicht belasten
vor allem die Emmersche nicht. Also so ein schönes, junges Kind, wie sie mir ist. Also diese 60 Jahre Differenz ist ja doch etwas. Und ich habe nie gehabt, nie das Gefühl gehabt, dass sie fremd wäre. Von der ersten Sekunde an war sie mir sehr, sehr nahe. Also Rete habe ich schon seit langem gekannt. Und sie hat gerade die Emmersche hat sie gewählt. Das hat sie auch wunderbar getan. Weil die Emmersche ist so empathisch. Und von der ersten Sekunde an war mir Emmersche meine kleine Schwester, meine verlorene kleine Schwester geworden. Und das hat sie auch gespürt. Also sie hat das so überlebt. Und ich wollte sie nie überlasten mit meinen schrecklichen Geschichten. Rika, ja. Can you tell us a little bit about Emmersche? How you knew that Emmersche would be the... She's not with us at the moment because she just gave birth a week ago. So we are very happy. And for sure she sends all her greetings to everyone. She's a very, I think, very, very unique dancer. I had worked with her before this process in several pieces. And in Hungary, I think she's one of the best contemporary dancers at the moment. It's a small field, actually, a small scene in Hungary, contemporary dance. So quite everybody knows everyone's. So of course I knew Emmersche, and somehow I had this feeling, it was also an instinct, that they are very similar with Eva. And it's not only how they look, but how they sense the world, how they react, how they like to play, like to go under the realistic things, I don't know. Mm-hmm. And when I first made them know each other, so I introduced they into each other and I saw them together, I knew that it will work. Mm-hmm. And it was a privilege to see how their relationship developed, because actually I was very much interested in these limits, how much we can understand each other, could Eva understand now the young person and the young can understand Eva, mm-hmm. and what are the limits in the communication and in the understanding and empathy, mm-hmm. not staying at the surface. We have so many questions and we are running out of time. So you pick the best ones. Wir haben so viele, viele Fragen noch und auch viele, viele Komplimente und wir haben nicht mehr so viel Zeit, eigentlich nur noch ganz wenig. Deswegen gibt es noch ganz lange große Fragen und ich glaube, ich würde die einfach an euch weiterschicken. We have so many questions and somehow some very long questions and since we're running out of time, I think I will send them to you and maybe you will then afterwards answer them. But a few ones, a few short ones we try. Ein paar machen wir noch, zumindest ein paar Komplimente. Und passend zum Thema, the first thing is that a lot of people wrote about Emmersche and give her a lot of compliments and respect for her work. And for her performance together with Eva. Viele, viele haben geschrieben, dass Emmersche fehlt heute Abend, dass es schön wäre, wenn sie auch bei uns wäre. Und das stimmt. Und dass es unglaublich schön ist, wie Eva und Emmersche zusammen tanzen und dass sie die zweite Hauptperson, die wichtige zweite Hauptperson im Film ist.
Und dann gibt es noch eine schöne Frage an Eva. Und es gibt einige schöne Fragen, die wirklich auch sehr ausführlich sind zum Thema, was wir vorhin schon mal hatten, zum Verhältnis der Ungarn zum Holocaust oder zur Geschichte, wie der Umgang in Ungarn ist mit der Geschichte. We have a few questions or comments about the Hungarian history and the Hungarians. Jetzt habe ich einen Hänger. Relationship to the Holocaust. But the first and last question is always about Eva. Die meisten Fragen gehen immer an Eva und eine, die ich ganz besonders schön finde, weil die eine schöne Schlussfrage sind oder eine schöne Schlussempfehlung vielleicht von Eva. The last one is maybe a good outlook in the future, because Eva, you are so old. Eva, du bist die Älteste von uns hier und du kannst uns vielleicht noch Tipps geben. Überall bin ich die Älteste. Ja, so, ich bin die, ja. Und du kannst uns Tipps geben, wie wir so agil älter werden und so beweglich bleiben. Und die Frage ist nämlich zum einen, es sind zwei Fragen, jetzt muss ich sie erstmal kurz suchen, nämlich wie kann es sein, dass du in deinem hohen Alter noch so beweglich bist? Yeah. How is it possible that you're at your age you are still so agile? How can you be so fit and how can you dance so beautifully? Wie kannst du so fit sein? Yeah. Also das geht mit Ach und Krach. Ja, aber ich brauche dazu immer jemanden, der mich stüppelt. Und da ist er. Da ist er. Also tagtäglich 25 Mal höre ich: Eva, du musst dich bewegen, bitte steh auf und geh turnen. Und also die Matratze, wo wir turnen, war Erd und Rauch, jeden Tag, schön und stundenlang. Also die Matratze, die ist immer, die nehmen wir nie auf von dem Boden. Entweder er quält sich drauf oder ich. Man kann es nicht lassen und wenn es weh tut, dann tut es weh. Aber man muss es machen. Ununterbrochen muss man das machen, sonst geht das nicht. Und wirklich kann man nicht einen Tag lassen. Sehr systematisch muss man üben und üben und üben. Jeden Tag? Das ist, ja. Und darf ja, ich eine, wir fangen morgen an. Darf ich eine Nachricht haben, die ich noch sagen will? Natürlich. Also, ja, das wollte ich sagen, dass ich bin nicht nur die Älteste, gewiss habe ich auch von uns allen, die jetzt da drin sind, die meisten Erfahrungen. Und die wichtigste Erfahrung ist auch, worüber der Titel unseres Filmes geworden ist, dass eigentlich ist das Leben euphorisch. Einfach deshalb nur, weil das Leben da ist. Es ist doch nicht unbedingt, ich weiß nicht, mit wem hat man den Vertrag geschlossen, dass man überhaupt auf die Welt kommt. Und wenn sie noch so ist, wie sie ist, ist sie doch eine Welt. Eine Welt, in der man so viel Schönes erleben kann. Man kann doch vor allem, man kann doch eine Familie haben. Man kann doch eigene Kinder haben. Man kann doch Freunde haben, man kann die Liebe erkennen, man kann etwas schaffen, wirken, haben und wirken. Das Haben ist nicht interessant, weil alles kann man verlieren und nichts ist interessant, nur das Leben ist interessant. Das weggenommene Leben, das man nie wiedergeben kann. Aber grundsätzlich das Dasein ist eigentlich wunderschön. Man kann so viel Schönes im Leben finden, dass man macht, schafft, gerne macht. Schaffen ist ja wunderbar. Also, ich will nur sagen, dass so viele Menschen sind unzufrieden. Nicht? Man soll nicht unzufrieden sein. Man kann immer finden, diese Dinge finden, die schön sind und gut sind und
dass das Leben etwas wichtiger ist und nicht Erdärmert oder Seele. It gives sense. It gives meaning to the life. That you feel that your life is not only interesting. Wichtig. Wichtig, dass dein Leben wichtig ist, weil entweder hast du jemanden, für den du sorgen musst, und dann bist du schon sehr, sehr wichtig. Du musst für jemanden sorgen. Oder bist du jemand so wichtig, dass er ohne dir oder sie ohne dir nicht leben kann oder nicht leben könnte, dann musst du das ablehnen. Aber immer hat das Leben einen Zweck, das ist mir nicht eingefallen. Immer ist etwas Wichtiges, vor allem wenn du Kinder hast, also das ist das Wichtigste. Etwas musst du deinen Kindern reichen, sowas, was sie nie im Leben vergessen werden. Und dass ihr Leben glücklich macht. Immer kann man etwas finden im Leben, was schön ist, gut ist und wofür man leben will und muss. Das ist meine große Nachricht. Man soll nie verzweifelt sein. Man soll sich immer diesen Zweck finden. Dann können wir nichts Schöneres sagen, als was du gerade gesagt hast, liebe Eva. Das soll unser Schlusswort sein. We would love to thank all of you for making this very, very beautiful film, for giving us the opportunity to start DocFest at home with the euphoria of being. It was a big pleasure. And we hope to welcome you in Munich. With probably your next film. With your piece, with your play. Or with the performance. Yeah. Yeah, please come, yes. To, okay. Come to Munich. So we thank you. With our performance. Yeah, ihr wollt im Herbst. In autumn, you hope to come back with a performance on stage, right? Yeah, sure. The virus. Yeah, please come to Munich. Bitte kommt nach München mit dem Stück. Dann möchten wir uns jetzt an dieser Stelle bedanken bei Golda Fischer. Thank you very much, Claudia Kovac. Thank you very much, Sylvie Gadmer. Thank you very much to Rika Sabo. And a big, big thank you. Vielen herzlichen Dank, liebe Eva Fahidi. Dankeschön. Eine wunderschöne gute Nacht. Dankeschön natürlich auch an Moni Haas und an Sie, dass Sie uns zugeguckt haben, dass Sie Fragen gestellt haben. Und bitte stimmen Sie ab für die Euphoria of Being, denn wir haben ja unseren Kino-Kino-Publikumspreis vom Bayerischen Rundfunk und von Dreisat gesponsert, und Euphoria of Being ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anwärter dafür. Wir bedanken uns sehr fürs Zugucken. Danke, Christina. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke, Moni. Danke an alle. Danke an alle. Gucken Sie weiter ganz viel Dokumentarfilme bei DocFest at Home, und wir sagen gute Nacht.